Da will man gerade offscreen zu einer besagten Tür laufen und dann kommt da so ein scheiß Fax. Was steht denn da drauf, bitte? Ja, das darf doch nicht wahr sein, ne? Das geht doch nicht, Spielmensch. Was soll das denn? Möchtest du lesen? Ja, gerne. Staatspolizei, Abteilung für innere Angelegenheiten, Ermittlungsbericht. Chris Redfield, Polizeidirektion Raccoon City, Abteilung Stars. Laut Ihrer Anordnung haben wir eine interne Untersuchung durchgeführt und sind zu den folgenden Ergebnissen gelangt. Erstens, in Bezug auf den G-Virus, der derzeit von der Firma Umbrella Inc. entwickelt wird, bislang ist die Information unbestätigt, dass dieser Virus überhaupt existiert. Wir setzen unsere Untersuchungen fort. Zweitens, in Bezug auf Brian Irons, Chef der Polizei von Raccoon City. Mr. Irons soll im Laufe der letzten 5 Jahre größere Barbeträge als Bestechungsgeld von der FA Umbrella Inc. erhalten haben. Er war offenbar in die Vertuschung der geheimen Forschung in diesen Anwesen verwickelt. Außerdem in andere Vorfälle, an denen Umbrella anscheinend direkt beteiligt war. Mr. Irons ist während seiner Studienzeit an der Universität zweimal wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhaftet worden. Als Folge davon wurde er psychiatrisch untersucht, schließlich aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen, wohl auch wegen seiner wirklich herausragenden Leistungen an der Universität. Da empfehlen wir extreme Vorsicht beim Umgang mit diesem Mann. Jack Hamilton, Leiter der Abteilung für Spastis. Innere Sicherheit bei der Staatspolizei der Vereinigten Staaten von Amerika. Ende. Ah, der Irons ist ein böser Mann, Dude. Ja, sehr böse. So, wir wollten nämlich schon mal zu der Karotür laufen, weil das sind ja nur Laufwege und da sind im Prinzip keine Zombies und euch das dann immer wieder zu zeigen, vor allem, wo wir uns so gut wie immer verlaufen momentan, ja. Da hat uns aber Mrs. Spiel hier einen Sinn, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau. Ja, und hier war eine Tür, da wollten wir auch mal gucken, ob die auf. Die geht auf. Okay, dann haben wir Juhu. das auch mal gecheckt. Wo kommen wir raus? Ach, hier. Ach, das Rätsel. Ah, vielleicht kommen wir mit ihr dann auch mal in die eine Tür, in die wir mit ihm nicht kamen. Das weiß ich nicht. Wie musste man die denn noch mal verschieben? Einfach nur auf die andere Seite. Ach so, genau andersrum, dass die Dinger sich angucken. Genau. Ja, und den Text haben wir jetzt halt vorgelesen, weil den hatten wir mit Leon ja nicht. Nur halt die Texte da doppelt zu lesen, das. Warum wiederhole ich mich eigentlich? Ja, ich denke mir halt, für Leute, die sich wirklich nur für Claires Dingen hier interessieren, ist das dann vielleicht ein bisschen schade, dass die dann denken, ja, die lesen das gar nicht vor. Deswegen sollten wir vielleicht auch erstmal den Tipp lesen. Also wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, was wir hier machen müssen. Hust, hust. Ja, Auf dem Halter steht: Der Gott der Sonne und der Gott des Mondes, wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. also ich würde sagen, jetzt müssen die Dinger sich angucken, ne? Komisch, dass da schon eins so richtig steht. Also, wie kommt Ja, das so, denn? das Mensch. magisch, du. Was ist das denn? Totale Magie hier. Heißt das Spiel eigentlich Harry Potter und wir machen hier was falsch? Oh, hoffentlich habe ich das Ding jetzt nicht zu weit in die eine Ecke da geschoben. Nee, ich glaube nicht. Ja, zur Not, man kann die Räume ja resetten, wenn man einfach wieder raus und rein geht. Ach, die kann das ja nicht ziehen, ne? Die ist ja nicht Ne. Lara Croft. Ne, die dann so schön rumstöhnt. Bling. Da hat sich nichts getan an der Halterung von den Fingern, aber es rutscht einfach runter. Ja. Roter Edelstein. Natürlich nehmen wir den mit. Ach ja, das war das für diese Hand, große Aussparung da. Der Knauf dreht sich, aber die Tür bewegt sich nicht. Scheinbar von der anderen Seite her versperrt. Scheiße. Ich dachte, die geht auf mit ihr. Fuck. Oh nee, nicht die Scheiße hier. Haben Sie jetzt Das bei ihr hier? Treppenhaus, ne? Haben Sie jetzt hier mal Kräuter versteckt? Nö. Hatten wir nicht auch irgendwie mal eine Pumpgun aufgesammelt im letzten, in dem Part, der so lange her war? Pumpgun? Nee, wir haben eigentlich nur den Granatwerfer. Okay. Ach, bei ihr sind die weg. Das ist ja interessant. Das war das Dark, der Dark Room.
Ja, mit Kiste, ne? Das heißt, wir machen das jetzt dann mal anders. Ich glaube, das war gerade dämlich, dass ich das so gemacht habe. Immer gerade. Ja, man hätte schon wir können ja den Edelstein reintun und können ja zwei Kräuter nehmen. Ja. So geht's ja auch. Wollen wir das Farbband hier liegen lassen? Ja, lass es erstmal liegen. Hier brauchen Sie einen ganz besonderen Schlüssel. Ach, da auch. Okay. Warte mal, ganz besonderen Schlüssel. Waren das dann die Dinger für diese komischen Schlüssel da? Das kann sein, aber... Nein, nein. Aber das war bei Leon nicht so, ne? Nicht. Hier, der sah gerade aus, oder? Als würden da Patronen liegen. Ich glaube, mit ihm haben wir die Dinger aber auch aufgemacht. Aber nicht mit diesen komischen kleinen Schlüsseln da. Ich weiß auch gar nicht, wofür die sind, ey. Wir haben ja wirklich alles versucht mit Leon. Ja. Haben wir echt keine? Nee. Also ein rotes wäre gut. Wir können das ja mal... Ja, wir können rotes und grünes mischen. Und dann noch ein grünes aufsammeln. Richtig. Und das grüne können wir dann mal nehmen. Ja. Weil sie humpelt ja schon so vor sich hin. Ja, die hat so ein paar Halsschmerzen. Lag hier noch was? Hier kann ich Filme entwickeln. Schön. Welche Art von Filmen wollen wir nicht wissen? Naja, die Nacktbilder da, die sie aufgenommen hat für ihren Stecher. Ja. Für Leon. Ja, wobei, die zwei wären schon irgendwie ein schönes Pärchen, ne? Ja, besser als hier... Oh Gott, wie hieß die eine nochmal? Ada. Ada, genau. Ja, wobei, Leon und Ada haben ja auch irgendwie eine besondere Beziehung, ne? Also... Boah, Ada fand ich immer so nervig. Mochtest die hat immer du so rumgestresst. Nee, ich finde Claire sympathischer. Da wundert mich dann aber bei Still Life, dass du die Paloma mochtest, weil die hat ja nun wirklich rumge... Oh, die Paloma, die war so eine richtige Diva, die... Keine Ahnung. Ja, aber die mochtest... Hä, wir haben das doch benutzt, warum hat sich der Status nicht geändert? Dann waren wir aber schon nah dran an Gefahr. Das kann sein, ja. Ja, klar, also sie war schon eine Diva und so, aber trotzdem mochte ich die. Okay, also da ist mir Ada aber sympathischer als hier. Nö, ich finde Paloma geil, die Palmoma. Ach ja. Ach Gott, hier sind schon wieder viel zu viele Wege und... Was ist das denn? Weg von den Dingern da. Ah, mir gefällt das hier alles nicht. Willst du nicht erst durch die große Tür? Nee, weil hier hinten war nur... Meine also das kleine Mädchen müsste wahrscheinlich jetzt schon längst tot sein. Jo, wahrscheinlich. Aber gut, wir haben sie ja gerettet vor dem einen Zombie. Ah, das ist die andere Seite vom Licker. Bist du da? Nö. Peak-Schlüssel benutzt. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Oh, super. Weg damit. Goodbye. Endlich. War schön mit dir. Endlich wieder Platz im Inventar. Ach ja, dann kriegen wir auch hier einen Kopierer. Nein, den wollen wir aber nicht. Dann kriegen wir hier einen Kopierer. Was haben wir denn hier bekommen? Eine Waffe? Ich weiß es, nein. Etwas Viereckiges. Ein Quadrat? Nein. Ah, okay. Also, nee, mit Leon hätte jetzt hier die viereckige Kurbel gelegen und mit ihr bekommen wir das Feuerzeug. Was bringt uns das Feuerzeug? Damit können wir das eine Gemälde da abflammen. Gott, ich kann mir ja sonst nicht viel merken, aber... Das haben wir jetzt hier mit Claire noch gar nicht gesehen, dieses Gemälde. Ach so, okay. Gemälde abflammen. War das dieser Raum, wo man die Temperatur einstellen muss? Nee. Temperatur einstellen müssen wir nicht. Da können wir was drücken. Ja, ja, dafür müssen wir zurück. Das ist, ich wollte nur gerade wissen, ob hier noch eine Tür ist, aber nein. Können wir das nicht drücken?
die Tür ist doch schon auf. Ach, du meinst, da fehlt das Kabel. Nee. Doch. Das hat aber grün geleuchtet, sonst hat das immer rot geleuchtet. Ein Aufzuschalter für die Sperre. Er funktioniert nicht. Ja, das Kabel ist durchtrennt. Ja, ich seh's. Aber es ist halt grün, da denkt man so, okay, Freigas, so. Also, los. Rauf da. Nochmal ein grünes Kraut, können wir auch nehmen. Ja. Dann humpelt sie wenigstens nicht so. Ja, bis jetzt, das ist noch nicht so störend, aber dann sind wir vielleicht mal wieder gut dabei hier. Sind wir jetzt gut? Ja. Mhm. Bei ihm sind sie nur nicht reingefallen. Du wusstest das natürlich, ne? Nee. Also, dass sie kommen, ja. Aber bei ihm sind sie nicht da durchgefallen. Bei ihm waren es nur die Hände. Ach ja, stimmt. Die haben immer so gekrapschelt. Ja. Der ist noch nicht. Leg dich hin. Schlaf eine Runde. Ist jetzt die Frage, war das hier hinter der Tür mit dem Gemälde? Weil das war eigentlich nur so ein ganz kleiner Raum. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich nur dieser Besprechungsraum. Ah. Sieht aus, als hätte es hier vor kurzem einen Unfall gegeben. Was du alles siehst. Dieses Geräusch. Das ist nicht toll. Nein. Das haben wir, glaube ich, gelesen. Ja, also wie gesagt, für die Leute, die es lesen wollen, die Seiten sind kurz da. Also könnt ihr es dann auf Pause machen und lesen. Oder macht die Geschwindigkeit auf 0,25. Ja, weil das ist einfach zu viel, um das nochmal zu lesen. Vor allem war das haben wir echt alles schon gelesen. Ja, ja, weil da guckt der Lecker. Der Lecker, Alter. Ah, Entschuldigung. Sieht aus wie eine Einsatzkarte. Die man super erkennt. Ja, das war hier. Sehr schön. Ein Kamin, darüber hängt ein Ölgemälde. Ah, ja, ja, ja. Möchtest du lesen? Der Titel lautet: Gefolterter Mann. Ein Opfer an das Höhlenfeuer. Höhlenfeuer? Hä? Höhlen? Ja, aber das klang so wie Höhle. Höllenfeuer, ja. Ich habe Höhle gesagt. Jetzt schmilzt's. Yay. Und da ist der... Natürlich schmilzt auch nur so ein Teil davon. So. Ja. Warum? Ein Loch. Ja. Ein Loch. Wir hätten den Schlangenstein wegtun sollen, statt dem... Naja, dann holen wir uns halt wieder den Edelstein und dann wissen wir, was zu tun ist, ne? Richtig. Aber irgendwie geht das total schnell mit Claire. Aber ja, man kennt jetzt halt mit Leon schon alles. Ja. Und weiß halt, okay. Ja, das ist auch, da hatte jemand, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr wer, hatte jemand in den Kommentaren geschrieben bei dem Durchgang mit Leon, dass derjenige das schön findet, dass man halt, dass wir uns alles nochmal so angucken. Weil die das Spiel schon kennen, halt wirklich einfach nur durchrennen. Ja. Na, und das ist jetzt das Problem, das werden wir halt leider mit Claire haben, weil wir halt jetzt wissen, ne? Ja, aber ich meine, dafür ist es ja auch jetzt so der Nachgänger so. Man sieht ja, wir haben was mit Leon gemacht und jetzt, wir haben ja nicht Claire zuerst gemacht. Und dann richtig. So, oh, wir haben alles gewusst. Dalo. Ja, es ist, wie gesagt, teilweise hier dann... Obwohl, ich frage mich gerade wirklich, ob bei ihm, bei dieser Tretleiter, wirklich die Kurbel lag. Aber ich meine, ja, weil er hat das Feuerzeug ja schon. Ja, so, da hinten Dietrich war es ja nicht. Nee, und da hinten war auch noch eine Tür. Karo-Schlüssel benutzt, okay. Okay. Ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt erstmal das mit dem Ding machen? Nee, wir gehen da rein. Okay. Wenn wir schon davor sind, wieso nicht? Das soll uns... Das ja, es wäre halt gut, irgendwie mal was dann abzuschließen. Ach ja. Das waren unsere Schließfächer. Ja, was ist das? Armbrustbolzen. Wait, what? Boah. Ja, ja, wir kriegen mit ihr eine Armbrust.
Vielleicht können wir hier die Schlüssel machen. Ja, aber wir haben die ja. Das haben wir mit ihm probiert, aber mit ihm Ja, gingen die hier ja. nicht. Vielleicht geht's ja mit ihr. Das Aber die Schloss haben wir ja ist gar nicht. kaputt. Wollen Sie den Dietrich? Oh. Das können wir zum Beispiel nicht Nee. auf. Sie können keine weiteren Gegenstände. Lass uns Was ist das? Ist erst. das Kaugummi? Ja, das sah komisch aus, ne? Lass uns erst bitte. Dann machen wir Bitte erst das den andere. Titan da. Dann haben Wisch, wir wisch. zwei Gegenstände nämlich weg. Sehr warm. Ja, die Bolzen, die können wir auch dann in die Truhe tun. Truhe, ja. Ey, sie ist aber besser ausgerüstet als er, muss man dann mal ehrlich sagen. Also ihr haben sie echt die besseren Waffen da hingelegt. Ja, das ist so der Noob-Filter. Ja, aber was soll das denn? Weißt du ja, okay, sie lässt sich ja genauso steuern wie Leon auch. Also das ist dann aber echt ein bisschen läppsch. Ja, irgendwie müssen halt dann Frauen hier so ihren Tittenbonus Ja, haben, das ne? ist kein Tittenbonus, das ist ein Vorurteil. Jetzt mal ernsthaft, sie schiebt die Dinger da. Sie hat ja nicht beim zweiten Mal schieben dann so, oh, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Ja, gut, ne? Ne? Also sie macht die Sachen ja genauso wie Leon, sie schießt wie Leon. Gut, sie hat ein paar weniger Patronen im Magazin, aber das liegt an der Waffe und nicht an ihr, gehe ich von aus. Irgendwie sind noch mehr Zombies bei Leon gekommen, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, sie sind zeitgleich hier und das bedeutet wahrscheinlich halt, dass deswegen schon einige tot sind, ne, die dann, die er schon getötet hat für sie praktisch. Ich fände es cool, wenn es so ein Koop wäre. Also so, einer spielt Leon und einer spielt Claire gleichzeitig. Ja. Ja, Das wäre wie cool ist das denn gewesen. bei dem Remake? Haben die das da so gemacht? Nein, du spielst auch beide Seiten. Schade. Und beide Seiten unterscheiden sich auch nicht richtig. Also. Irgendwie, ich wollte eigentlich zu dem anderen. Weil jetzt ist es eigentlich egal. Also, um an eine Truhe zu kommen. Ah, egal. Wir gehen jetzt einfach da hinten an die Truhe bei der. Nee, da war nur die. Nee, da hinten war die Truhe. Ja? Ja. Da hinten ist nämlich der Safe-Raum und dann gehst du da durch und dann bist du bei Titanus Rex. Aber dieser böse, böse Mr. Irons da, das geht doch nicht. Ja, und wir müssen, glaube ich, mal speichern, ne? Ja, das könnten wir durchaus tun. Weil wenn uns das Spiel mal abschmiert, dann ärgerlich, ärgerlich. Ja, so das Feuerzeug kann auch weg, weil sie Ja. das ja nur, also hoffentlich nur einmal braucht. Aber sonst wäre es ja, glaube ich, weg wie der Schlüssel. Ja, aber das Ventil, das haben wir ja auch erstmal reingetan und das kann man öfter benutzen. Also wir werden jetzt die zwei Schlangen, Edelsteine los und dann lassen wir das noch da, den Ja, den Schlangenstein. lassen wir da. Ach, wir wollten speichern. Ich Dummerchen. Vor lauter Schlangenlanke. Ja. So. Geh on diese Schreibmaschine. Please. Oh, ja, hier können Sie Ihren Fortschritt speichern. Dann tun wir das doch mal. Denn der Part ist jetzt vorbei. Und wir lassen die Zombies frei. Auf dass sie uns nicht fressen. Und ihr wartet währenddessen.